Hallo und okay. Hi, ho und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, da ich ja wie gesagt vorproduzieren muss, aber nach Januar noch nicht ganz flüssig bin, klingt irgendwie schräg, aber egal, entschuldigt, falls ich in der Sprache etwas wacke. Gut, oder falls mir Worte fehlen und sowas. Ist halt gerade so. Ja, hier sind wir jetzt beim Update zum Thema Zimmerprojekt. Also, als erstes kann ich sagen, das Zimmerprojekt hat sich im Januar einen Namen endlich gegeben. Oder es hat sich ein Name ergeben. Klingt jetzt so, als hätte ich einen Namen gesucht und überfallen, aber ja, egal. Das Zimmerprojekt heißt ab jetzt Salon 22. Ist eine kleine Anspielung auf den, ich glaube, es war Flughafen 21 oder Bahnhof 21, Stuttgart 21, so hieß das Teil. Ja, ist so eine kleine Anspielung. Aber auch, weil ich eigentlich einen schönen Namen fand und damit ich immer weiß, wann das Jahr war, wo wir angefangen haben. Ich glaube, ich möchte ein schönes Schild an die Tür. Wartet, entschuldigt, das muss ich kurz aufschreiben. Ich habe hier einen Riesen. Ich habe hier auf meinem Tablet, vielleicht sieht man es, jetzt schon viele Listen geschrieben, wo Sachen sind, die ich so als wichtig und so betrachte. So. Gut. Ja, das ist ganz kurz, weil wenn sowas einfällt, sollte man es gleich aufschreiben, sonst vergisst man es bis zum nächsten Mal. Und dann hat man den Mist und fragt sich, was war das nochmal, was ich mir merken wollte. Ja, gut. Was hat sich ergeben? Also, da ich euch ja informiere über alles, was so Neues ist, kann ich Folgendes sagen. Bisher hat noch kein Umbau stattgefunden. Ja, das ist nichts Neues, aber es ist immer noch nichts in Sicht. Allerdings habe ich einige neue Sachen, die sich ergeben haben. Also als erstes hat sich ergeben, dass ich mit meiner Großmutter gesprochen habe. Und wie es aussieht, wird meine Oma die Finanzierung vom Einbauschrank übernehmen. Und zu Weihnachten habe ich von meinen Eltern einen Gutschein bekommen, dass sie das Regal finanzieren. Damit sind jetzt zwei Möbel schon finanziert und es fehlt jetzt nur noch ein Sessel. Wobei das die Frage ist, ob ich nicht den da mitnehme und nur einen Überzug drauf mache. Ein Schreibtisch und der Teppich. Und natürlich ein Fernseher, aber das ist eine andere Geschichte. Das wird sich erst noch zeigen. Da habe ich inzwischen so ein paar Sachen, die mir wichtig wären, aber ich bin noch nicht so weit gekommen in der Überlegung. Also wichtig wäre mir zum Beispiel, dass er über ein LAN-Kabel sein Internet bekommt und dass er kein Smart TV mit Sprachsteuerung oder gar Kamera ist. Weil ich will nicht die ganze Zeit belauscht oder gar beobachtet werden können in dem Zimmer. Ja, was noch? Ja, wir haben inzwischen mal etwas, da kann ich euch jetzt erste Bilder zeigen, tatsächlich. Ich muss nur gucken, weil ist ja alles etwas durcheinander zurzeit. Ja,
Das ist der Stand des Zimmers im Moment. Was ist? Da spiegel ich mich gerade so. Und ja, ist so eine Ablagestelle, ehrlich gesagt, wo wir unser Zeug lagern. Und das wird sich ja dann ändern, wenn es dann so weit ist. Hoffe ich zumindest sehr. Ja, dann, was ich jetzt auch weiß, ist, dass es zum Beispiel hier, das ist die Stromsteckleiste, also das sind die Steckdose. Und auf Basis dessen ist dort die Fernseher-Ding wahrscheinlich. Das muss ich dann mal überhaupt meinem Fernsehtechniker zuschicken, fällt mir ein, ob das wirklich stimmt. Und was auch gut ist, es tut mir leid, das sind viele staubige Bilder, weil da echt, da kommt sind wir lange nicht mehr rangekommen. Hinterm Bett ist keine weitere Steckdose. Also muss man da zumindest schon mal nicht drauf Acht geben, dass da irgendwo eine Steckdose wäre und dann da irgendwie versuchen, die zu bedenken. Meine Mom, ihre Theorie stimmt somit nicht ganz. Also, das ist auch gut. Weil dadurch weiß man jetzt, dass ich da gut davor einen Einbauschrank bauen kann. Einziges Problem momentanen Stands ist dieses Rohr. Das ist ein Heizungsrohr. Und dieses Heizungsrohr müssen wir dann halt irgendwie umbauen. Weil das ist dann die Frage, wie wir das mit dem machen. Ich halte euch ja gern auf dem Laufenden, was Stand der Dinge ist. Aber ja. Und hier haben wir noch eine Steckdose, wo wir aber noch nicht wissen, ob es eine einfache ist oder eine mehrfache. Das muss ich erst noch zeigen. Was neu ist, ist tatsächlich. Wir haben ja, wie gesagt, die erste Matratze weg. Das sieht jetzt aktuell so aus. Ja, das ist jetzt, hat sich jetzt geändert, zum Glück. Ja, gut. Ja, jetzt zeige ich euch so ein paar Ideen, die gerade aktuell sehr bei uns im gefällt uns Bereich sind. Und zwar zum einen habe ich gerade ein totales Interesse an einer Steckdose, wo man theoretisch direkt auch sein Handy dran aufladen kann und davon hätte ich am liebsten gleich zwei, drei nebeneinander. Die hier gefällt mir besonders gut, wenn man da auch gleich das Handy oben drauf legen kann. Ja, das ist so eine Idee, die gerade aktuell ist. Entschuldigt immer noch Nasenprobleme vom Druck, vom Kopf her. Ja, dann, was war noch? Was ist noch sowas, was sicher kommen wird? Was ich jetzt gerade erst vor ein paar Tagen wieder mal bewusst im Kopf bei mir ankam, ist so eine Kabellösung, dass das Kabel besser rückwärts liegt, also hinterm PC und nicht nach unten zeigt. Das gefällt mir gerade sehr gut, weil ich im Zimmer nicht alles so vollstellen möchte und auch etwas offen stehen haben will, aber ich schon Sorge habe, wenn Leo mit seiner neugierigen Nase da überall rumrennt.
Drum gefällt mir der Gedanke gerade ausgesprochen gut. Was mir sehr gut gefällt, ist, wenn es dann so nach unten geht, glatt und wie so ein Schubladenfach ist. Aber das muss ich dann mit dem Schreiner besprechen, weil da kann ich bis jetzt nur zeigen, was mir besonders gut gefällt. Ja. Was mir auch gut gefällt, das habe ich zufällig gefunden, ist so ein Regal. Also sowas hier neben mein Regal, wo ich dann meine ganzen Spiele und so drin lagern kann. Und das, hier ist das zweite Bild davon. Ja, gut. Und das sind dann so die ersten Sachen, wo ich jetzt sagen kann, die werden sehr wahrscheinlich in gewissen Formen dann im Zimmer sein. Und ja, ah ja, ich wollte euch ja noch die, wenn ich heute eh schon so die Tablet-Geschichte raushol, kann ich euch auch noch das zeigen. Sekunde, wenn ich es dann finden würde. Ist immer so die Sache, wo ist dann das, was man gerade sucht? Also was mir auch gut gefällt, ist so ein, das spiegelt da, hier sowas, dass man ein Regal hat mit so einer Art Verkleidung, dass da ein Torbogen ist oder sowas. Das hat mir sehr gut gefallen. Hier sieht man es nochmal anders. Wobei ich noch nicht weiß, welche der vier Formen mir am besten gefällt. Bisher neige ich zum Runden, aber klein und rund. Ja. Puh. Ja, das war eigentlich alles für dieses Update. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Wir sehen uns dann wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denn so für Ideen noch habt. Ihr könnt mir aber gerne auch auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmeier@outlook.com. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.